Ja moin und somit herzlich willkommen zurück bei The Spectrum Retreat. Wir sind ja jetzt hier auf dem zweiten Stock angelangt. Mal schauen, was uns hier so erwartet. Auf jeden Fall schon mal ein flimmernder Sessel, der offensichtlich gar nicht existiert in dieser Welt. Und ein interessantes Buch. Gerade als ich die Aufnahme startete, wollte mir eigentlich Scheiße, wie hieß sie nochmal? Nicht Chloe. Gar, sie ruft bestimmt wieder an. Mir einen Tipp geben, nach was ich hier eigentlich suchen sollte. Habe ich natürlich allerdings nicht zugehört. Sorry. Auch hier wieder. Irgendein Gegenstand, der nicht hier hingehört. Guest Rooms 211, 230. Bei keiner Türe können wir irgendwas machen. Und auch hier wieder. Ein Tisch, der nicht aus dieser Welt ist. Die Bilder verwirren mich ehrlich gesagt immer noch etwas. Ein Fußball. Noch ein zweiter Fußball. Aber was mich noch mehr verwirrt, ist der Aufbau dieses Gebäudes. Ich komme jetzt schon nicht mehr raus, wo ich hier bin. Wo ich hergekommen bin. Ein Bild von einem Baby. Wahrscheinlich unser Sohn, schätze ich mal. Ooh, I am getting some strange readings here. Hold your phone out in front of you. Cooper war ihr Name. Okay. Your phone scans these clue assets, letting me see them, and if I can see them, that means they're on the system, but this isn't like any of the hint keys that get left for QA. Worry about that later, I guess. If what you've scanned is legit, then somewhere in this godforsaken place, someone makes a note of the weather. Find them. I'll monitor your progress. The weather is... not all he will take note of. Und hier brauchen wir wieder einen Code. 201 to 210. Okay, hier bin ich hergekommen. Aber was sollen wir jetzt hier machen? Ich
brauche ja offensichtlich irgendeinen Hinweis. Look, whoever it is you need to find, there's no one up here. So head for the lobby now, I guess. Okay. Zurück in die Lobby. Mal schauen, ob dort jemand ist, der uns irgendwie helfen kann. Und irgendeinen Hinweis geben kann. Reception. Wahrscheinlich fängt jetzt gleich wieder der Tag von neuem an. Und die Zeitschleife wiederholt sich. Oder auch nicht. Ich denke mal, wir müssen dort entlang. Aber ich möchte mich vorhin noch kurz hier umschauen. Ob sich hier was geändert hat. Hello there. You know, I do believe the weather might actually be on the mend. Speaking of dry spells, I trust you'll be attending the big show this evening. Okay, das Wetter. Ein Pool. Hold on, did he mention the weather? Und die Show heute Abend. Ein Versuch ist es wert. Aber es ändert sich gar nichts. Diese Tür ist verschlossen immer noch zur Library. Und das hier ist immer noch das gleiche. His office is by the ballroom. See what you can find. Ja, gleich, Cooper. Ich möchte nur schauen, ob sich hier was verändert hat. Aber scheint mir zumindest hier nicht so. Der Fall zu sein. Okay, doch, die Empfangsdame ist nicht hier. Aber der Tisch ist reserved. Aber nicht gedeckt. Auch hier nichts Neues. Auch hier nicht. Gut, dann gehen wir mal zum Pool, würde ich sagen. Und schauen uns mal das Wetter an. Vielleicht bringt uns das ja irgendwie einen Hinweis. Werden wir gleich sehen. Hello there. Sonne scheint zumindest. Also erwarte ich vieles. Und vom Pool eigentlich auch. Okay, Ballroom und Pool. Aha. Scan Protokoll 5 von 9. Mitarbeiter 237, Eintrag 71. Die Beta für das Penrose ist in trockenen Tüchern. 47 Tester und alle sind begeistert. Unvergleichlicher Luxus. Faszinierend, die Wirkung der Direktor-KI auf das Ganze zu sehen. Seine Fähigkeit, den Nutzer zu beobachten und sich ihm anzupassen, ist von unschätzbarem Wert. Gegen Ende kann das Erlebte für jeden Nutzer vollkommen anders sein. Ich habe weitere Beschränkungen entfernt, was eine Möglichkeit betrifft, das Hotel selbst zu modifizieren und ihm weiterreichenden Zugriff aus dem übrigen Personal zugeteilt. Damit erschaffe ich den persönlichsten Rückzugsort, den Spectrum anzubieten hat. In einer Woche gehen wir live.
Interessant. Für jeden Nutzer oder Gast ist das Erlebnis anders. Wenn das Ganze von einer KI gesteuert wird, welche genau auf uns zugeschnitten ist. Ballroom. Hello there. You're a bit early for the show, but the manager most certainly shares your enthusiasm. I hope we'll see you here later. Natürlich. Sehen wir uns später wieder. Hello. I thought you were the manager for a moment there. The show starts later. No doubt he's mentioned it to you. He does so love a good illusion. Sounds like the hotel manager is quite a fan. Ja, scheint wohl so. Scan Protocol 3 von 9. Have a look around. Sounds like there's another room close to the stage. You might find what you need there. Okay, werde ich gleich machen. Mitarbeiter 237, Eintrag 21. Ich glaube, ich hab's. Ich mache ein Hotel. Ja, ja, ich weiß. Wir können die Leute überall hinschicken, damit sie tun und lassen können, was sie wollen. Und ich erschaffe einfach einen stinknormalen Urlaub. Allerdings glaube ich nicht, dass den anderen klar ist, wie sehr diese Technologie das Stinknormale verbessern könnte. In einem digitalen Raum müssen wir uns nicht mit einem tollen Hotel... Are there any other rooms you can see? Maybe something behind the stage? In einem digitalen Raum müssen wir uns nicht mit einem tollen Hotel zufrieden geben. Wir können Perfektion erreichen. Makellose Zimmer, perfekte Angestellte, endloses Entertainment, das wie am Schnürchen läuft. Der ultimative Rückzugsort. Die Erkundung des Weltalls überlasse ich den anderen. Das hier wird funktionieren. Offensichtlich zu gut funktioniert das Ganze. I've got a feeling there's something behind the scenes. Ist ja. See if you can get behind the stage. Zu gut funktioniert das Ganze hier. Ein Hotel, das nicht real ist. Aber sich so anfühlt. Werden wir gleich den großen Splendini treffen? I'm getting some bizarre readings in your immediate area. There must be something here. Okay, ein Buch, was ich mir gleich ansehen würde. Scan Protocol 4 von 9. Mitarbeiter 237, Eintrag 41. Mein Gott, ich kann es kaum glauben. Das Penrose Hotel ist in der engeren Auswahl für den öffentlichen Testlauf. Es gibt noch Probleme, reichlich sogar. Aber darauf zu setzen, das Vertraute zur Perfektion zu bringen, scheint aufgegangen zu sein. In der nächsten Woche sind die Meetings auf Führungsebene. Ich glaube, das war's. Das Design steht in groben Zügen und ist implementiert. Dutzende simulierte Gäste mit fantastischen Hintergrundgeschichten und wunderbar farbigem Charakter. Am meisten stolz bin ich wohl auf die Bibliothek, in deren Simulation ich jedes Mal... jemals geschriebene Buch auf großem, aber begrenztem Raum vorhalten kann. Außerdem kann ich mit ein paar Leutchen von der FUI einen modifizierten KI-Mitarbeiter als Hoteldirektor entwickelt. Er wird sich um sämtliche Bedürfnisse des Nutzers kümmern, mit weniger Einschränkungen als das andere Personal. Spannende Zeiten. Der Hoteldirektor also selbst kümmert sich um jedes kleine Detail des Nutzers.
This is completely against protocol, leaving this out in the open. Gastüberwachung. Zyklus destabilisiert sich im Laufe der Zeit. Stabilität nach Entscheidung wiederhergestellt. Mutmaßliche Ursache der verkürzten Zyklusdauer. Externe Stimuli. Zyklusstabilität aufrechterhalten, auf kognitives Erinnerungsvermögen vorbereiten. Etage 2, Zugangscode für nächsten Zyklen. Okay. Ich muss mal kurz etwas zum Schreiben holen, ich bin gleich da. So, da bin ich wieder, sorry für die kleine Unterbrechung. Natürlich habe ich nichts zum Schreiben am Schreibtisch. Ich schreibe immer alle Zugangscodes auf. Wahrscheinlich ist das zwar unnötig, aber man weiß ja nie, ob das Spiel einem die Zugangscodes freilegt. Oder ob man die sich selber merken muss. Mr. Crow ist wieder da. So, dann würde ich sagen, wir gehen in den zweiten Stock und schauen mal, ob wir irgendein... There, 5382, that's what we need. Get going quickly before someone sees you. Go, elevator, now! Ja, ist ja gut, okay. Offensichtlich hätte ich es nicht aufschreiben müssen. Oh mein Gott, Alter! Oh. Alter, in diesem Spiel ein Jumpscare einzubauen, wie mies. Vor allem ist das ein anderer Mitarbeiter. Das ist diese Zeit hier. Du hast nichts anderes zu sagen mehr? Okay, gut. Und du offensichtlich auch nicht. Oh, sorry. I'm under a lot of pressure. But this isn't about me. This is about justice. About getting you out of here and... Oh, shit! Sorry, Yes, I'm not sure the root cause. I've put a ticket in with IT. No, I can manage. Thanks. Was war jetzt das? Wurde sie gerade erwischt? Wie sie uns helfen möchte. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge auf der zweiten Etage wieder. Mal schauen, ob irgendein Code oder diesen Code, den sie uns gesagt hat, funktioniert. Bis zur nächsten Folge von The Spectrum Retreat. Tschüss.